Hey Leute, ich habe hier eine coole Auswahl von Signet Kleinteilen. Ja, die gibt es ganz, ganz neu im Einzelhandel. Signet Kleinteilserie. Und ich schaue mir eine kleine Auswahl von dieser Serie, die deutlich größer ist, das, was wir jetzt hier sehen, mal genauer an. Und für euch gibt es 5 Kleinteile nach eurer Wahl zu gewinnen. Also schaut es euch an, bleibt dran und viel Spaß beim Mitmachen. Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Outdoor-Studio. Wieder mal ein Unboxing vom See, vom Gewässer. Denn was hier drin ist, das möchte ich heute auch gleich ausprobieren. Zwar nicht in diesem Unboxing, aber in einem extra Clip, den es dann, falls es funktioniert, auch hier auf dem Capzilla YouTube-Kanal geben wird. Also auf jeden Fall abonnieren und Glocke betätigen, um kein Video mehr zu verpassen. Hier passiert immer wieder was. Ich habe hier ein Paket von Signet. Signet kennt ihr vom Grand Sniper Pod zum Beispiel oder von coolen Banksticks und anderer Bankware, die super praktisch ist und durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis glänzt. In diesem Paket gibt es eine Premiere. Hier drin steckt die Premiere der Kleinteile von Signet Tackle. Nur eine kleine Auswahl, denn das Portfolio der Kleinteile von Signet ist richtig groß. Also selber nochmal nachgucken, was es alles gibt. In diesem Paket ist nur eine kleine Auswahl, die ich mir so zusammengesammelt habe für meine Angelei. Denn da ist Zeug drin, das passt auf die Bedürfnisse meiner Fischerei. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ich habe es jetzt alles nur in einer Liste gesehen, durfte aus einer Liste etwas auswählen, um es dann vor der Kamera zu präsentieren. Und jetzt bin ich auch super gespannt, wie sich das Zeug macht, wie es sich anfühlt, wie es aussieht. Jo, da haben wir allerhand. Gucken wir mal, was da so alles am Start ist. PVA, immer zu gebrauchen. Fast Melt, also schnell auflösendes. Und einmal ein 25 mm und ein 37 mm Durchmesser. Stöpsel, kein Gewinde, aber sehr wohl auch so einen Kompressionsstick dabei zum Wiku. Einmal groß, einmal klein. PVA. Dann habe ich hier Tungsten-Tubing Backlets. Oh, die sind cool. Oh, die sind cool, ja. Die schauen wir uns gleich mal genauer an. Vorfachmaterial, Haken. Oh, und schon werden wir gestört. Sorry. Ja, das war leider kein guter Einstieg. Fisch hat echt gut Schnur genommen. Also der hat Gas gegeben, sind aber leider ausgeschlitzt. Schauen wir mal, vielleicht kann ich es besser machen mit den Kleinteilen hier, denn ich bin hier, um diese Kleinteile auch auszuprobieren und wir drehen noch ein paar andere Clips, ein paar Action-Clips am Wasser zum Fischfang. Deswegen bin ich hier an einem Gewässer, an dem es in der Regel relativ gut beißt, aber das Durchschnittsgewicht ist auch ziemlich klein, aber es ist ein Runswater, es ist ein Spaßwasser und es ist genauso ein Wasser, um mal neue Sachen auszuprobieren und sich mal einen Überblick zu verschaffen. Zurück zu den Kleinteilen. Ich habe hier ganz viele Backlets. Okay. Dann Bleie, verschiedene Formen und Größen und LED-Clips und Tungsten-Putty. Da sind sie nun, die Kleinteile, die ich mir bestellt habe. Ist ja doch so einiges zusammengekommen in meiner Liste. Und ich muss sagen, wirkt alles sehr stimmig und designstark. Jetzt erstens mal so vom ersten Eindruck. Also da ist schon Liebe zum Detail am Start. Das sagt jetzt natürlich noch nichts über die Funktionalität, aber die werde ich jetzt auch testen dann. Jetzt schaue ich es mir jetzt erstmal an. Was mir zuerst ins Auge sticht, sind die Bleie. Die finde ich sehr cool, sehr stylisch. Sind dick ummantelt, dick beschichtet. Und was sie hier wirklich cool umgesetzt haben, ist, dass sie ihr Signet-Logo hier so richtig reingegossen haben. Und das selbst mit dem Überzug, selbst mit der Beschichtung total gut rüberkommt. Also cool, wirklich cool. Auge zum Detail, das brennt sich ein. Auf den längeren Bleien wie dem Distance Swivel LED oder dem Dumpy Pier LED, da ist sogar das Signet Schriftlogo mit eingegossen. Also auf jeden Fall Liebe zum Detail und die Bleie machen einen sinnvollen Eindruck. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Formen ausgesucht. Einmal hier so ein Square Pier Swivel LED. Das sind eigentlich sehr coole Bleie, weil die einen sehr zentrierten Schwerpunkt haben. Umso größer das Blei ist,
umso größer verteilt sich auch das Gewicht auf eine größere Fläche am Grund und umso gedrungener das Blei ist, also das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung vom guten alten Kugelblei, umso weniger Auflagefläche es auf dem Boden hat, umso mehr Druck kommt auf die Hakenspitze, umso stärker hakt das Blei. Und deswegen ist das hier cool. Ich habe hier so ein 113 Gramm Blei, 4 Unzen. Und das ist auf jeden Fall das Blei, das ich hier ausprobieren werde. Oder vielleicht aber auch die Flat Pier. Hier kommt ein bisschen weniger Druck auf die Hakenspitze, liegt aber ein bisschen besser zum Beispiel in einem schrägen Ufer, in einer abfallenden Kante, wo so ein viereckiges Blei vielleicht runterpurzeln könnte. Da bleibt dann natürlich so ein Blei besser liegen. Also so hat halt jedes Blei so seinen Einsatzzweck. Aber das hier macht einen wirklich sehr guten Eindruck. Coole Bleie. Und was auch positiv auffällt, ist, die haben große Ösen. Also das passt dann auch super in LED-Clip rein. Und wenn es sein muss, rutscht es auch super aus dem LED-Clip raus, wenn es im Hindernis oder in Kraut hängt. Oder so. Sehen gut aus, die Bleie. Kann man nicht anders sagen. Dann gehe ich mal kurz hier die Sachen durch, die ich hier so finde. Hier habe ich einmal Putty. Na, brauchen wir immer wieder für unsere Angelei, um Pop-Ups auszubalancieren und so weiter. Ja, klebt schön, lässt sich gut formen, hält. Dann habe ich hier Extended Bait Stops. Auch das Standard in jeder Tacklebox. Verschiedene lange Stopper, damit wir unser Haar auf verschiedene Ködergrößen anpassen können. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen kleinen Boilie fischen und dann möchten wir doch einen Snowman angeln oder einen größeren Boilie, dann können wir halt von dem kleinen Stopper, auf den wir das Vorfach gebunden haben, auf einen mittleren oder größeren gehen. Das ist jetzt hier alles leider so ein bisschen beschlagen, weil es war den ganzen Vormittag frisch und jetzt kommt die Sonne raus und brutzelt. Mir wird es auch langsam warm unter der Haube. Jetzt haben wir hier so einen LED-Clip. Aha. Ich gucke gerade, weil der hier hinten so ein Loch hat. Ah ja. Ach, das ist so ein fixer LED-Clip. Da bindest du hier hinten durch deine Hauptschnur. Durch so ein kleines Loch. Das hat dann hier auch so Aussparungen. Also der sitzt fest am Ende der Hauptschnur. Der ist nicht zum Runterrutschen gedacht. Und der Arm, in das du das Blei einführst, der ist relativ kurz. Sollte dann dafür sorgen, dass das Blei relativ schnell freigegeben wird. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie fest der Tail Rubber ist. Aber hier haben wir einen sehr kurzen Weg, den das Blei gehen kann, bis es freigegeben wird. Schauen wir mal die Tail Rubber, die dazu liefern. Ziemlich Standard, würde ich sagen. Und auch nicht besonders hart. Also auch eher weich. Das heißt, also hier kommt das Blei relativ leicht raus. Ist ein idealer, um den zum Beispiel im Kraut oder vor Hindernissen zu angeln. Oder mit schweren Bleien, die wir echt loswerden wollen im Drill. Bin kein Freund davon, unnötig viel Blei zu verlieren. Ich bin immer ganz froh, wenn es zurückkommt. Aber noch weniger gern verliere ich einen Fisch. Jetzt gucken wir mal. Ja, also ganz leicht geht es nicht. Was ist in Ordnung? Ich würde sagen, so gutes Mittelmaß. Den kriege ich jetzt aber. Da haben wir ihn, der erste der Session. Diesmal hat es geklappt. Kleinen Zwerg gefangen. Schauen wir mal uns weiter die Sachen an. Und dann kann ich es kaum erwarten, mal mit dem Zeug hier einen kleinen Fisch zu fangen. So, den am liebsten natürlich einen größeren, aber wir sind hier an keinem Großfischgewässer. Es gibt hier auch große Fische. Schauen wir mal. Eine liegt tief, da habe ich ein paar Schnurschwimmer bis jetzt bekommen. Und die flache ist jetzt zweimal abgelaufen. Ich lasse eine flach und die andere, vielleicht kommt aus die Tiefe ein besserer. Also LED Clips, Tail Rubber, dann Schnur. Auch Schnur haben sie im Sortiment. Mono und auch geflochtene gibt's. Ich habe mir jetzt mal die Mono bestellt. Ist schnell sinkend, soll die sein. Relativ dehnungsarm, finde ich gut. Aber es ist Puffer da, jetzt ist und bleibt eine Mono. Aber schon etwas fester, das mag ich gern. Ich mag die nicht, wenn die zu viel Dehnung haben. Und ist eine 43er. Also 0,43 mm, um politisch korrekt zu sprechen. Und die wird bei mir am Kanal zum Einsatz kommen. Die werde ich am Kanal ausprobieren. Die kommt mit nach Hause in ja, 4 Wochen ungefähr. Maximal 5 werde ich meine erste Kanalsession des Jahres starten. Und da freue ich mich schon drauf. Da kommt auf jeden Fall die mal zum Einsatz, mal ausprobieren. Dann haben wir Tungsten. Tungsten-Tube können wir immer gebrauchen. Mal gespannt, ob hier die 43er auch noch gut durchgeht.
schätze schon, meistens hat man nur Probleme mit der Schlagschnur. Ah, gleitet ganz easy durch. Das mag ich gerade in diesem Tungsten-Tube. Der lässt sich immer deutlich leichter auffädeln als ein Standard-Tube. Ja, ein Standard-Tubing fische ich eigentlich schon gar nicht mehr, weil da gibt es Lufteinschlüsse und das steht dann irgendwie komisch vom Grund weg. Also ich weiß gar nicht, ob sowas so verkauft wird heutzutage, habe ich gar nicht auf dem Schirm. Aber Tungsten-Tubing, wenn Tubing, dann Tungsten-Tubing. Wenn ich dicke Schlagschnur fische, dann fische ich gar kein Tubing, weil die legt sich auch so schön auf den Grund. Aber ja, gerade wenn es Wurfschnur ist und vorne nicht so dick und nicht so abriebsfest, dann ist Tungsten-Tubing eine tolle Sache. Das hier hat schönes Gewicht, habe ich gleich gespürt beim Rausheben. Passt, das wird sich schön auf den Grund legen. Ja, ganz kurz diese Tüte, das sind PVA-Nuggets. Ich hoffe, die lösen sich jetzt hier nicht gleich auf, weil die Tüte Feuchtigkeit kriegt von innen durch das Warm-Kalt. Die machst du an Haken und wirfst aus und dann ist es so Maisstärke und hilft dem Haken sauber zum Grund zu kommen, sich abzulegen. Löst sich dann aber relativ rasch, schwimmt zur Oberfläche und löst sich auf. Also wenn wir gerade über sehr steinigen Grund mit scharfen Haken fischen, wo wir die Spitze sanft und sicher zum Boden geleiten wollen oder in Kraut zum Beispiel, in etwas algigen Gewässern und nicht möchten, dass der Haken auf dem Weg nach unten Schmutz einsammelt, dann brauchen wir die hier. Dann haben wir verschiedene Hakenformen. Einmal ein White Gape, der sieht super aus. Der hat so eine nach innen gebogene Spitze auch. Gerade hier an dem steinigen See, an dem ich fische, top. Den werde ich gleich mal nehmen in 6. Ein 6er White Gape werde ich hier gleich mal ausprobieren. Dann haben wir einen Choddy Hook. Und was mir bei dem auffällt, ist, dass das Öhr wirklich nur ganz leicht nach hinten gebogen ist. 15 Grad nur. Also bei vielen anderen Choddy Haken geht es ja sehr, sehr schräg nach hinten, damit das Mono richtig gut rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt an einem Stiff Rig alleine angeln würde. Dafür ist es mir tatsächlich ein bisschen zu wenig nach hinten gebogen. Ich werde es mir mal anschauen. Jetzt ist der erste Eindruck. Aber wofür der hier richtig nice ist, ist mit Sicherheit das Multi-Rig. Weil beim Multi-Rig biegt man ja gerne das Öhr vom Choddy ein bisschen nach vorne, damit es nicht ganz so steil rauskommt. Und ich denke, für einen Multi-Rig ist der Haken hier ideal. Dann haben wir einen Curved Shank. Sieht ziemlich klassisch aus, lange Spitze, sehr, sehr großer gebogener Schenkel und einen Short Shank. Ja, das ist so ein Continental-Haken, ne? Das ist so ein bisschen so ein, geht in diese Continental-Form, hat eine sehr lange Spitze, gefällt mir extrem gut. Den werde ich auch ausprobieren hier, weil gerade wenn die Fische gerne mal abkommen, mit dieser langen Spitze haken die sich sofort. Und krass, also er hat echt eine krass lange Spitze, der gefällt mir super. Hoffentlich ist er auch so stabil, wie wir es kennen von dieser Hakenform. Das ist ja diese Continental-Hakenform, die gerade auch fürs Hindernisangeln sehr beliebt und hat sich auch schon oft bewiesen. Diese Hakenform an sich, zu dem Haken selber kann ich nicht viel sagen, aber machen alle einen sehr guten Eindruck. PTFE gecoatet, chemisch geschärft, da glänzt nichts und haben nur so einen kleinen Micro-Barb, also einen ganz kleinen Widerhaken, der auch völlig ausreichend ist. Wir haben noch die Backlets vergessen. Da muss ich mal eine Schere holen zum Aufschneiden, um euch diesen Mechanismus mal zu zeigen, weil die finde ich super cool. So, jetzt kommen wir endlich zum Backlet. Das hat hier so einen super coolen Verschluss. Es ist nämlich nicht so, dass das Backlet wirst du natürlich verlieren, wenn es aufgeht. Aber das ist ein ziemlich nicer Verschluss, der mir persönlich gefällt. Den kenne ich so schon von woanders, den gab es schon mal. Ich glaube aber, die Firma gibt es nicht mehr. Und der ist ziemlich easy. Du musst einfach nur diesen kleinen Clip hier so reindrücken und dann ist es zu. Und dann zieht er sich auf, indem das hier so wieder rausgeht. Also da darf schon ein bisschen Druck drauf kommen. Das geht jetzt nicht super schnell auf. Braucht schon ein bisschen Zug, aber das mag ich auch. Finde ich gut. Coole Backlets. Und dann habe ich hier zwei verschiedene Vorfachmaterialien. Beziehungsweise ja, das, ja, einmal semi-stiff und einmal stiff. Einmal in 20, einmal in 40, 45 Lips sogar. Einmal eben für Gewässer mit viel Hindernissen, Probleme, wo man die Fische richtig rannehmen muss, große Fische. Und hier so ein Standardvorfach. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die beiden vergleiche von Stiff zu Semi-Stiff, ob ich dann Unterschied merke. Oh ja, das Stiff ist sehr stiff. Das muss man vielleicht sogar unter Wasserdampf mal gerade ziehen. Das müssen wir uns mal anschauen. Ah, das wird schon gehen. Aber ja, das ist Stiff. Safe Stiff. Schau, ob das Semi-Stiff merklich weich.
Ja, da merkt man mehr die Struktur von der Schnur drunter. Da ist dann einfach, ich glaube, es ist das gleiche Coating, nur eben weniger davon. Und die Schnur darunter, die ist auch ziemlich fest. Das ist jetzt keine super weiche Schnur. Ja, klar wird es nochmal ein bisschen weicher, wenn du das... Ja, doch, die geht. Eigentlich ist es schon ein nices Ding. Mhm. Mal gucken, ob bei der Stiff auch genau die gleiche drunter ist. Ich hoffe es, weil dann hast du hier einen richtig schönen steifen Mantel mit weicher Schnur drunter. Das mag ich. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man die Ummantelung abmacht und die Schnur drunter ist dann fast genauso steif wie mit Coating. Mhm. Auch schön weich. Das ist cool. Das ist ein schönes Vorfach. Das werde ich jetzt benutzen. Ich werde jetzt das Stiff-Coated Hooklink benutzen mit dem White Gape einmal und einmal mit dem Short Shank. Und dann schauen wir mal, was hier, wie die Fische sitzen. Schön. Doch, das gefällt mir gut. Die Vorfächer machen einen sehr guten Eindruck. Alles macht wirklich einen guten Eindruck. Schaut euch die Sachen selber mal an, macht euch einen eigenen Eindruck. Das ist ja jetzt nur meiner. Und ich habe jetzt hier auch noch ein Gewinnspiel für euch. Wir wären ja nicht beim Capzilla Unboxing, wenn es kein Gewinnspiel gäbe. Meistens gibt es eins. Was müsst ihr machen, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen? Bitte den Kanal abonnieren und die Glocke betätigen. So verpasst ihr kein Video und kein Gewinnspiel mehr. Dann dieses Video liken, Daumen hoch unbedingt. Und unterm Video kommentieren. Was sollt ihr kommentieren? Und da kommen wir jetzt zum Wunschkonzert. Kommentiert mir bitte, was möchtet ihr für Kleinteile von Signet mal ausprobieren? Und sucht euch bitte 5 aus. 5 verschiedene. Warum ausgerechnet 5? Signet hat eine besondere Aktion, die heißt 5-4-4. Das bedeutet, du bekommst 5 Teile zum Preis von 4 überall bei deinem Einzelhändler, überall im Einzelhandel, überall, wo Signet Kleinteile gibt. Das ist eine Aktion. Und um euch daran auch zu erinnern, sage ich jetzt mal, 5 Teile bitte aussuchen, die gibt es aber alle für einen kostenlos, für einen glücklichen Gewinner. Also abonnieren, Glocke betätigen, liken und unten reinschreiben, welche 5 Teile aus der Signet Kleinteile Range möchtest du gerne testen. Und keine Sorge, du kannst dir nicht nur Sachen aussuchen, die ich mir ausgesucht habe, sondern alles. Also stöber den Signet Katalog mal durch, stöber mal beim Händler durch oder auf der Signet Website. Und such dir deine 5 Lieblingsteile raus. Kommentier es unten rein, was du haben willst. Und ich wünsche dir viel Glück beim Gewinnen und viel Spaß beim Ausprobieren. Ich werde jetzt das hier auch ausprobieren. Ich montiere mir jetzt was, mache was fertig. Das gibt es in einem extra Clip zu sehen.